Oh, herzlich willkommen wieder hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder auf der nordfriesischen Marsch 2.0. Mit dabei ist der Björn. Moin. Servus. Und der Thomas. Grüß dich. Grüß dich. Ja, wir bereiten die Heuernte vor. Also ich mähe aktuell. Der Björn ist da drüben auf Feld. Oh, Björn, was ist denn das für ein Feld? 15. 15 am Mais säen und der Thomas, keine Ahnung, was der macht. Wahrscheinlich wieder nix. Oh, irgendwo so der Fall. Ja, genau. Ja, der Thomas fährt gerade über Feld 19 und möchte was verkaufen. Habe ich recht? Ja. Ja. Ja, wir haben uns hier die Schneidwerkskombination gekauft oder auch Butterfly genannt. Das ist das aus dem Mod-Contest. Ja, erster Eindruck ist eigentlich so ganz okay. Man kann die Arme rechts und links mit der Maus noch breiter schalten. Ja, man kann Schwartablage machen, man kann eine Seite Schwartablage machen, man kann die andere Seite Schwartablage machen, zum Beispiel bei Randbemähung, dass das dann weg vom Rand kommt. Ja, man kann beide halt als Schwartablage machen oder so wie jetzt auf Breitablage für Heu dann zum Trocknen. Genau. So finde ich es ganz cool, man kann halt das jetzt nicht mehr so zusammenhängen, wie es vorher war. Quasi, da konnte man ja die zwei Mähwerke aneinander hängen und dann mit der Rückfahreinrichtung quasi dann direkt mähen. Das geht so jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir eins vorne und eins hinten dann, wie es sich auch normalerweise gehört, dann machen. Und jo. Ich finde es okay. Aber andere Leute hier auf dem Hof, die halten davon gar nichts. Herr Thomas? Redest du mit mir? Nein, nein. Ja, dann ist der Thomas gerade. Ich fahre liebend gerne mit diesen beiden Mähwerken zusammen, andere machen die Wiese kaputt. Ja. Da hast du recht. Geld nicht. Aber du musst mal demnächst. Machst es hinten dran und dann fährst du mit Rückfahreinrichtung. Das kann der 1050 nicht. Klar. Nein, der kann's nicht. Das können die 936er, die... aber der kann's nicht. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Okay. Weil mit deinem Schwarzen habe ich's gemacht. Ah. Ja, der kann's ja. Also der hat Rückfahr, genau, Steuerung XB. Fahrtrichtung genau. Wechseln. Genau, da schaltet man dann quasi die Rückfahreinrichtung ein. Dreht sich der Sitz quasi nach hinten. Ja, und dann kannst du ganz normal vorwärts fahren, fährst aber rückwärts. Richtig. Ja, das ist die neue Anschaffung, die wir quasi getätigt haben hier auf dem Hof. Die zwei Mähwerke quasi. Auch von Pöttinger. Und das vordere kleine, das können wir auch mit der Maus verstellen. Guckt mal da auf den Zeiger, ne? Da kann man, so ist Schwartablage und so ist halt Breitablage. Bleibt es dann auch. Das hintere kann man halt mit, ich kann es euch jetzt mal zeigen, jetzt steht da ausgewählter Arbeitsmodus, Breitablage. Machen wir hier mal so eine kleine Mod-Vorstellung quasi. Genau, also so ist Breitablage. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Mal das, Steuerung links Z. So, jetzt achtet mal hier hinten auf die Klappen. So, jetzt haben wir Schwartablage. Jetzt haben wir Schwart links, also quasi ist die rechte Seite offen und die linke Seite geschlossen. Jetzt genau andersherum, linke Seite offen,
rechte Seite geschlossen und einmal dann wieder komplett. Das ist dann für die Randbemähung. Also wenn man dann hier so umfährt, dann kann man dann, dass man das nicht so quasi wie hier jetzt in der Hecke liegen hat, sondern direkt eine Schwad so rüber. Ganz cool. So, Björn, der Meister geht ganz schön weg, ne? Ja. Das Feld hat ganz schön Hunger. Ja, der Thomas verkauft Mischration gerade. Da haben wir wieder ein richtig viel von produziert. Wie auch schon in der letzten Folge gesagt, also jetzt als nächstes kommen Schweine. Dann wird kommen die Biogasanlage. Die platzierbare Modulare, die es jetzt ganz neu rausgekommen ist. Und ja, und Felder werden dann je nach Bedarf zwischendrin auch noch gekauft. Ja, am 24.07. erscheint der Seasons Mod. Da sind wir alle schon sehr gespannt drauf, wie es wird. Und dann noch was in eigener oder Teamsache. Also wir suchen immer noch aktiv Leute für ein Multiplayer Real Life Projekt quasi. Auf einer, auch einer Contestkarte. Ich habe sie mir beide noch nicht angeguckt, die da in Frage kommen würden. Aber so sollte es dann kommen. Warum steht hier hinten ein Streuer? Kannst du den da bitte stehen? Den habe ich abgehängt, weil du ja noch nicht so weit warst. Den will ich nachher zum Wiesendüngen nehmen. Nicht, dass die wieder wächst, dann kann man sie nämlich nicht üben. Du willst den Ertrag haben von der Wiese, ja, oder? Ja, ich habe mir schon mal überlegt, Thomas, wie wollen wir das denn machen dann mit den Ballen? Wo wollen wir die denn dann hinfahren? Nimmt der Fermenter die Mischstation Grasball? Muss man ausprobieren, schmeiß mal einen Strohball rein, 2-3 Stück. Ja. Wenn er sie nimmt, dann brauchen wir... Ja, also der Plan ist quasi, wir wollen... Wir mähen jetzt hier 3, 4, 5 Mal die Wiese, je nachdem, und wenden das dann einmal, schwaden zusammen und machen dann 20.000 Liter Quaderballen, da wir ja den Mod mit auf dem Server haben, zur Kapazitätsänderung von Rund- oder Quaderballen. Und dann müssen wir nicht 25.000 Mal mit dem Ladewagen fahren quasi, dann können wir ja die Heutrocknung wieder abreißen, ha? Könnte man ja. Ja. Muss man aber nicht. Nö, kann man stehen lassen. Sag mal so, wenn die 19 mal irgendwann unser ist, dann kann man die ja einmal mähen, dann umgrubbern und dann. Ja. Weil die ganzen Felder sind ja Wiesen hier. Und ja, das ist auch irgendwie ganz komisch. Ja, da könnte man die 19 quasi unseren Hof erweitern, da Produktion draufstellen, was man halt dann alles so braucht quasi. Also wir haben mit dem Mähwerk eine größere Arbeitsbreite wie der Krone Big X, ne? Mal so angemerkt. So, jetzt haben wir 733.000, jetzt haben wir nochmal ein bisschen was an Mischfutter verkauft. Was wollen wir erst ein Feld kaufen? Welches willst du denn kaufen? Ja, das gucken wir jetzt gleich mal. So, ich wollte euch das gerade mal zeigen. Habt ihr gesehen jetzt hier die Arme? Die sind jetzt so reingeklappt. Genau so. Das könnt ihr dann quasi nochmal so
einen halben Meter in der Breite verstellen. Rechts, links. Das ist schon echt geil gemacht. Das. So, hab was wieder. Dann gucken wir mal. 16. Passt dann. Ja, die. 2. Die 19 könnten wir verkaufen, wenn wir noch 10.000 mehr. Oder die 2. 600.000. Ich kann das weiter weg. 10 vielleicht. 11. War das Gras gesehen. Warum ist überall Gras? Ich kann. Der 6 und auf der 13, 14 ist kein Gras, sonst ist überall Gras gesät. Keine Ahnung. Steht wohl jemand auf Gras? Wir haben unsere Strohballen vom letzten Mal liegen. Haben wir 10.000 Liter Ballen. Dann machen wir nach und nach. Wollen wir die 2 kaufen? Ja, mach doch. Sollte 19, sollte jetzt auch gehen. Wo sind die 19? Ah, es ist da. Die ist aber groß, ne? Ja. Die ist noch größer als die 15. Das ist wie die 1 und die 15 zusammen. Mhm. Oder mal. Ich habe keine Ahnung. Haut mal was in die Kommentare, wenn ihr irgendwas Vorschläge habt. Thomas, was denkst du denn? Sag da auch mal was. Nö, ich weiß es nicht. So. Bitte mal noch ein bisschen den Komposter hier. In der Zeit. Und überlegen dann und entscheiden es in der nächsten. Ich verkaufe jetzt noch einmal, dann haben wir noch 100.000 auf Lager für die Rindviecher, und die sind noch, die haben noch für mindestens 4 Tage haben sie noch zu futtern. Bis dahin haben wir ja voll. Es gibt, also wir haben eine knappe Million, haben wir etwas über 1 Million. Kannst du überlegen, ob du nicht doch auf die Rindviecher, auf die Schweine gehen willst, dann kannst du einen anständigen Stall Schweine noch kaufen. Ja, aber dann nimmt man den großen. Ja, welche Fläche? Was kostet die 19, wenn du sagst, die gegenüber?
Wenn das so groß alles. 19 ja, kostet 742.000. Und der Schweinestall? 250. Das muss halt auch betrieben werden können, ne? Ja. Das ist ja. Da unser Kern im Moment ziemlich klein ist. Dann machen wir mal noch eine. Ja, das ist, das muss erst alles bewirtschaftet werden. Ja, vor der Säerei und so habe ich weniger Angst. Muss halt erstmal alles gemacht werden. Ne? Die Mischfutterproduktion für die Schweine muss gekauft werden. Das kommt ja dann auch noch dazu. Die kostet. Futterherstellung. Und die kostet auch nochmal 195.000. Kommt ja auch noch dazu. So, wo kommen die jetzt hin? Ja, jetzt, also wir überlegen uns das mal und wir teilen es euch dann mit quasi in der nächsten Folge. Wird es dann auch quasi beschlossen und gekauft. Und bis dahin, wir sind raus für heute. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis denn dann. Ciao. Tschüss. Adieu.